die letzte Schlacht in Heavenly Sword, Folge 17. Hat eben schon Kanonen kaputt gemacht, jetzt machen wir Ninjas kaputt. Und dann hoffentlich bald auch Bohan. Aber eigentlich gehen wir ja drauf in der Schlacht, ne? Wir haben das ja schon gesehen ganz am Anfang, dass sie da eigentlich stirbt bei. Aber vielleicht belebt sie das Schwert ja auch nochmal neu. Das ist ja so das klassische Stilmittel. Aber warum sollte sie das alles nochmal... Weil was mir gerade so fehlt, wenn sie das alles nochmal erlebt jetzt... Ja. Warum... Dann ist es doch irgendwann jetzt schon so eine... Nee, also nochmal erlebt sie das nicht. Wir erleben jetzt quasi die Rück... Wir haben jetzt die ganze Zeit die Rückblende gespielt. Bis eben gerade. Und was war dann... Was ist... Oder was ist dann dieses... Das Menü in Anführungszeichen? Das ist, glaube ich, bloß so eine Art Traumwelt. Wo sie so ein bisschen reflektiert. So ihre, als wäre das so ihre Gedankenwelt. Na toll. Ich glaube nicht, dass das was Richtiges ist. Das ist gar nicht der vierte Teil soll. Von Zurück in die Zukunft, oder? Das erklärt sich das so. Das kann ich dir erst übermorgen erzählen und dann aber gestern. Achso. Mein Blown. Aber da schön. War nicht mehr genug Platz auf dem Bildschirm. Hier entlang, Nariko. Na dann. Papa, jetzt wo wir uns wieder verstehen, sag mir, was ich machen soll. Ich hatte eine Lebensleiste gehabt, das macht mich immer so kirre, das hasse ich nämlich. Stich sie ab. Mach ich doch schon. Ist das hier diese berühmte Girl-on-Girl-Action? Ja, richtig. Oder habe ich da was missverstanden? Richtig. Ja, Papa will ja bloß nicht, dass er stirbt. Stirbt. Mit der Grammatik ist nicht mehr weit her. Nee. Hat sie sich gerade ausgekontert? Ja. So habe ich auch mal jemanden K.O. geschlagen. Warst du da nicht dabei? Nee, ich kenne nur die Geschichte. Das war der Besoffene in der Bar, ne? Genau, ich habe da so ein... er ist mir in die Faust gelaufen. An meinem Geburtstag war mir Einladung in eine Kneipe, die ich noch nie gewesen bin, weil es Daniel die empfohlen hatte. Die stellte sich dann als gar nicht so toll raus. Und dann relativ früh am Abend saß er am Nebentisch und einer, der eindeutig viel zu viel getrunken hatte. Und dann fragte ich den eben, ob ich ihm denn ein Taxi... Hast du aber nicht doppelt gesehen und zufällig dich selber nochmal. Wirklich, ja. Ob ich ihm denn ein Taxi rufen solle. Und dann meinte er so... Und dann ist er aufgestanden und wollte halt irgendwie handgreiflich werden. Und will mich halt irgendwie, was weiß ich, packen oder so. Achtung, der packt dich. Und mich wegschubsen oder so, aber weil er halt schon so kein Körpergefühl und kein Gleichgewichtsgefühl mehr hatte, hat er sich halt dann von mir Vollgas abgestoßen und rein in die Bar, in drei Barhocker rein und ist dann da laut krachend zum Liegen gekommen und dann drehen sich natürlich alle um und ich stehe über dem. Das dachten halt alle, hey, der hat den Besoffenen verhauen. Und dann kamen irgendwie so die ersten Gäste gar nicht erst von der Geburtstagsfeier und ihn... Und du warst schon verwiesen aus dem... Nee, und aus ihn der Bar. Entgegen kam halt tatsächlich dann so vom Rettungswagen, also Sanitäter, die den Typen dann herausgetragen haben. Leider war ich, Obermeier hat schon angefangen, okay. Leider war ich nicht cool genug, sowas zu sagen wie Next! Aber, naja. Oh, warte mal, ich muss ein bisschen aufpassen, ich bin jetzt hier so verquatscht. Tot. Scheiße, ja, tatsächlich. Entschuldigung. Next. Überhaupt nicht aufgepasst. Wie an meinem Geburtstag. Aber sind wir jetzt schon ganz schön lange nicht mehr gestorben. Cool. Im Gegensatz zu Destiny, wo ich ja immer nicht aufpasse, dass ich ja diese Bonus-Ziele erfüllen muss und dann mich immer reinstürze. Für euch sterbe ich in Destiny ständig und ihr sahnt Punkte ab. Ja. Schon spaßig. Kann man echt nichts sagen. Große Gegenstimmung gegen das Spiel. So. Ja, das wundert mich überhaupt nicht. Ich kann auch viele, also ich habe auch selber sehr, sehr viele Kritikpunkte an dem Ding, aber andererseits kann ich halt auch überhaupt nicht leugnen, dass das, wenn wir zu dritt zusammensitzen und das spielen, das einfach der Wahnsinn ist. Na, kann man das nicht überspringen? Kannst du nicht Start drücken? Nee, passiert nicht. Kannst du nicht Back drücken? Ach, er muss dann immer erst ein bisschen laden. Okay. Ja. Du
ein bisschen neidisch auf diese Drachenflieger von denen. Willst du auch so ein Ding haben? Ja. Musst du warten, jetzt nächste Podcast. Bist du bestimmt wieder. Ah ne, da sind ja jetzt diesmal Turbocopter. Ja, den kann sowas, ja. Der baut ja den vorher auf. Wieso soll der denn das können? Das ist doch so asiatische Faltkunst. Und aus dieser Serviette habe ich einen Drachen gebaut. Eine Boeing. Ja, ist Boeing. Hey, ich habe extra nichts gedrückt. Die blocken viel zu viel. Das ist voll nervig. Also mal, Kai ist doch jetzt nur erstmal irgendwie erschöpft und so, aber eigentlich unverletzt. Ja, also er meint zumindest, dass ich ihre Verletzungen heilen soll. Meint der Papa. Das check ich immer noch nicht, wie das geht. So, ne? Ist doch ewig da runtergefallen. Und der muss sie doch auf Worten bearbeitet haben, damit die überhaupt das da so aufhängen lässt. Ich glaube, das ist gar nicht echt passiert. Das ist alles nur ein Videospiel. Ja. Ey, würdest du mal aufhören hier? Sieht schon so ein bisschen gut aus. Er hat gesessen. Jetzt sie abstechen müssen. So zum Beispiel. Und jetzt. Boah. Das war gemein. Jesusartiges Comeback. Jetzt. Die kommen nicht mehr zurück. Papa. Papa helfen. Papa kann doch alleine nix. Obwohl er der Ninja-Meister ist. Und abstechen. Und abstechen. Ist schon kaputt. Statt mal zu sagen, danke, Papa, ne? Hm, aber wir haben's ja. Dafür darfst du den nächsten Kampf alleine machen. Nein, Hilfe! Ein Kill. Move. Wie das geht mit denen nicht. Das muss man auf hier reinkommen. Ne? Zwei. Oh, wenn du drei zusammen kriegst, wäre natürlich super. Die sind alle auf einen Schlag umnietet. Ja, dann hätte ich die wahrscheinlich alle schon umnietet. Sieht irgendwie ganz gut aus. Irgendwie geht es nicht weiter mit der Dreier-Kombo. Ich verstehe es nicht. Das ist du machst nicht eindrucksvoll genug, um. Oh! Alter! No. Was ist denn das? Schwer. Aber warum auf einmal? Oder ich glaube, die Gegner täuschen, dass man irgendwie so denkt, ach, die kann man so leicht wegmachen und sich dann vielleicht nicht. Mir ist es auch nicht aufgefallen, dass du schon so viel Leben verloren hattest. Ja, auch nicht. Also komisch. Okay, jetzt mit Mühe und Not. Viel Not. Aber hallo. Blöd. Blöd, auch gut. Sehr schön. Je später der Abend, desto besser die Worte. Komm, lad. PlayStation 3, zeig, was du kannst. Zeig. Ha, siehst du? Verkauft sich in Japan immer noch besser als die PS4. Tatsächlich? Ja.
Oh, okay. Und ungefähr eine Milliarde mal besser als die Xbox. Ich glaube, die Xbox, die nehmen die da in Japan nicht geschenkt. Gab es auch irgendwie diese ganzen deprimierten Bilder von dem Mitternachtslaunch, wo keiner hingegangen ist. Also wirklich niemand. Also in Japan wird auch die, ich glaube, die Xbox 360 verkauft sich wahrscheinlich ist um das Welten so, noch besser als die Xbox One. Ist das so Familienehre beschädigt, wenn du da die Dings kaufst, die Xbox One? Mhm. Die hatten dann ja auch so einen offiziellen Verkaufsstart-Livestream, wo sie dann halt irgendwie so Microsoft-Leute gefeiert haben, dass es ihre Konsole jetzt gibt. Da haben sie dann wohl auch alles vollstellen müssen mit so bezahlten Jubelpersern, weil halt keine echten Leute gekommen sind, um das zu feiern. Sag mal, der Ausdruck Jubelperser ist doch richtig, das gibt's doch richtig, ne? Ja. Stammt das von dem zweiten Besuch des Schahs in Deutschland? Wo sie ja, wo sie beim ersten, als er das erste Mal da war, waren die Leute ja wirklich noch irgendwie begeistert und beim zweiten haben sie ja dann richtig Leute engagiert, die dann am Straßenrand standen und das applaudiert haben, weil halt dann schon ganz schön viele Demonstranten gegen ihn auf der Straße waren. Das weiß ich nicht, aber gut zu wissen. Aber es könnte daher kommen. Ja, klar. Aber es kann natürlich auch totaler Quatsch sein. Ist ja egal, wir also haben Internetkanal, wir haben Reichweite, wir machen uns die Welt, wir machen uns die eigene bitte, Wahrheit, oder? Wie sie uns gefällt. Wie viele kommen? Also wann verlierst du denn da so viel Leben? Weil es sieht doch einigermaßen gut aus. Beispiel jetzt. Oder jetzt. Achso, war's. Ach, schade. Ich hätte auch gedacht, dass sie über die. Das Ringseil gefallen wäre, aber. War wohl nicht so. Ja, die stehen aber gleich wieder auf. Wenn sie einmal so eine Kombo gestartet gekriegt hat, dann hat man auch echt keine Chance, da rauszukommen. Oh, schau mal, was hier hinten ist. Sehr gut. Die nehme ich aber gleich mit dann, weil Papa nervt ja rum. Ey. Oh. Würde gerne jemanden mal greifen können. Das fehlt mir irgendwie ein bisschen so als... Ladies, ihr habt's gehört. Free Hugs demanded. Ja, so Papa macht. Mach einfach weiter mit dem Ding und lad da die Combo auf. Ich schrei dann, wenn dein Leben nicht so eng und zu wenig wird. Okay. Also doch mal Koop-Modus. Mhm. Hast du gerade alle von der. Nee, na, schade. Oder ist mit dem einen Schwung jetzt alle drei da irgendwie in den Abgrund gerissen? Ey, Papa! Du stehst immer im Weg! Mann, ey! Peinlich. Peinlich. Selbst im alten Fantasy-Japan. Die alten nur peinliche peinlich. Eltern, ey. Furchtbar. Haha, ist ja so gedacht, du blöde Kuh. Die darf das ja sagen. Und ich darf das ja dann auch. Ich bin ja ein Charakter. Okay. So weit waren wir noch nie. Wahnsinn. In diesem Schlag- und Kaputtmach-Spiel, wo wir das schon tausendmal gemacht haben. Das, wenn die am Boden liegen, das geht einfach nicht. Doch. Nadigo, come back. Take the chopper. Baby, come back. Wow. Das hat dir aber gereicht. Jetzt hab ich ja genug von euch, ihr Nervensägen. Ja, noch ein bisschen die Combo aufladen und dann hier so eine geile Finisher-Combo. Nee.
Ja, jetzt. Sind sie alle da sind. Yes! Wow! Ist ja klar, die von Papa ist noch da. Aber jetzt ist sie kaputt. Boah, das ist Vase. Ja, wie ein Chef. Wahnsinn. Und es hat nur eine Folge lang gedauert. Wahnsinn. Dafür schauen wir aber noch in die nächste rein. Schön. Es tut mir leid. Die wollen die Steine klauen. Ja, blöd, dass sie 1000 Fässer dahingestellt haben. Geflüstert. Ihr wollt fragen, ihr braucht nicht flüstern. Die wissen, dass ihr da seid. It is hard to remember who. Ach, guck mal, die hätten wir eigentlich auch vorher rausholen können. Now it is even harder to face what I have become. Once I fought because I had to. Because there was no other choice. But now I see the divine in the heart of battle. The beauty of bloodshed. Ein bisschen was von Omaha, oder? Ja, aber das erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, rein in die Meute. Tschüss. Ciao.